Auch fürs Herz gibt es eine Wäscheklammer. Die Mitralklappe und die Tricuspidalklappe, das sind die Klappen, die zwischen den Vorhöfen und den Herzkammern sind. Deswegen gibt es einmal die Tricuspidalklappe auf der rechten Seite des Herzens und die Mitralklappe auf der linken Seite des Herzens. Beide Klappen haben als häufigste Erkrankung eine Undichtigkeit, also eine Insuffizienz dieser Herzklappen. Bei der Mitralklappe ist es, kann es einerseits im Bereich der Herzklappe zu einem Schaden kommen, das ist eine organische Mitralinsuffizienz, oder eine funktionelle durch die Herzkammer, die zum Beispiel schwach geworden ist, werden diese Segel auseinandergezogen und es gibt eine Undichtigkeit, eine Insuffizienz. Bei der Tricuspidalklappe ist es häufig eine Erweiterung des Ringes, in der diese drei Segel eingebracht sind, was dazu führt, dass diese Segel nicht mehr schließen und eine Undichtigkeit der Herzklappe entsteht. Bei der Mitralinsuffizienz, also der Undichtigkeit der Mitralklappe, staut das Blut zurück in die Lunge und die Patienten haben sehr häufig Luftbeschwerden, können auch mal mit Rhythmusstörungen auftreten. Bei der Tricuspidalklappe ist die Seite, das ist die Klappe auf der rechten Seite. Wenn die undicht wird, staut sich das Blut zurück in die Beine, in den Bauch. Das heißt, die Patienten kriegen einen dicken Bauch, eine Aszites oder dicke Beine, Beinödeme oder sogar eine Halsvenenstauung. Die Undichtigkeit der Mitralklappe und der Tricuspidalklappe können beide per Operation behandelt werden, aber auch per Katheterverfahren. Für die Mitralklappe und die Tricuspidalklappe gibt es für beide Möglichkeiten das Edge-to-Edge-Verfahren, das heißt eine Art Wäscheklammer, die das Ganze zusammenzieht und die Klappen wieder aneinander bringt. Für die Mitralklappe gibt es auch eine neue Prothese, die man einsetzen kann. Die ist im Moment nur in Studien einsetzbar. Für die Tricuspidalklappe, also wenn wir von der Leiste kommen, gibt es auch einen ganzen Tricuspidalklappenersatz seit diesem Jahr verfügbar, sodass man die komplette Tricuspidalklappe mit einer neuen Prothese versehen kann. Musik.